Nur noch morgen. Ab Donnerstag ist FIFA draußen. Ja, ich weiß. FIFA geht vor. So, zieh dich hoch. Komm, mach. Hinne. Geht doch. Das ist zumindest ein einfaches Fragment. Tuck auf den Stein. So, dann haben wir jetzt hier noch das Schatzkästelein. Also die Flasche. Ja, schön, schön. Die ganzen Manuskripte lesen wir irgendwann mal durch, aber erst dann, wenn wir sie auch tatsächlich durch haben, weil das macht sonst wenig Sinn. So. Das ist ein großer Schatz, den wollen wir haben. Dann wollen wir hier das Fragment natürlich haben. Oh, da oben. Ja gut, dann sollte ich vielleicht da oben hoch. Aber hätte ich mir schon denken können, dass das da oben ist. So. Dann haben wir da drüben noch irgendwas gehabt. Da wollen wir auch noch hin. Ja, es ist noch eine Schatztruhe. Die ganzen Leichen, die hier rumliegen, unglaublich. Offensichtlich sind diese Spanier keine Sandbänke gewöhnt. Hätten sie Messi auf dieses Spiel gespielt, dann hätten sie gewusst, wie man das, wie man auf Sandbänke aufsetzt. So halt nicht. Florida, fertig. Sehr schön. Ich gehe mal ganz kurz darüber und guck mal, ob ich da irgendwas ausrichten kann, ob ich das Zeug mit... Ja, das, da gibt es Zeug, was man mitnehmen kann, sollten. Das sehe ich doch jetzt schon. Ach, das hier sind Briten. Ich habe irgendwie das Gefühl, in einer Minute sinkt das Schiff hier, wa? Nein, wer sagt da, dass du da hochgehen sollst? So, das ist das letzte Ding. Da oben ist wahrscheinlich nichts mehr. Ich vermute mal, es sinkt entweder still und heimlich oder es macht kräftig Kaboom. Geh mal lieber vorsichtshalber in Sicherheitsabstand. Guck mal rüber. Naja, gut, das war halb so spektakulär wie erwartet. Eigentlich eher sogar ein Viertel. Aber wenn man hier so rumrennt, hat man irgendwie schon Bock, sich da eigene Insel zu holen. Von seinen YouTube-Milliarden, die man so verdient hat. Im Laufe des letzten... der letzten Jahre, die man auf diversen Videoplattformen tätig ist. Also eher nicht. Jahre, du meinst letzte Woche. Ja, Entschuldigung. In deinem Fall natürlich letzte Woche. Ich bin da etwas kleiner. Ich brauche da ein paar Tage länger. Ich meine, du hast ja noch große Sponsoring-Verträge mit dem Pommeswerk, glaube ich. Frittenwerk.
habe ich gehört. Also, auch wenn die dich nur in Fritten auszahlen, du sparst dir ja trotzdem das Essen für die Lebensmittel. Ich bin mir sicher, dass du größer bist. Ich bin bei nur 1,70. 1,7 Abonnenten oder 1,7 Auszahlung? In jedem Fall bist du größer. Egal ob Abonnent oder Auszahlung. Meter. Auch dann bist du größer. Ich bin alt genug, dass ich unter meiner 1,70 wieder runtergekommen bin. Also von meiner 1,70 wieder runtergekommen bin. Tschüss, Schiff. Aus der Entfernung sieht das garantiert noch imposanter aus, das mit dem Kaputtgehen. Habe ich mir doch fast gedacht. Als ich jung war und meinen ersten Ausweis beantragt habe, war ich 1,70. Seitdem ging es immer nur bergab. Und da vorne haben wir nochmal Blackbeard. Auch ein schönes Schiffchen. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Das mit dem Saufen kann er doch nicht. Alles klar. Schiffswracks. Sie können nur die Tauchglocke verwenden, um Tauchglocken erlauben, in bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden, beispielsweise Schiffswracks oder Cenotes. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach B gedrückt. Alles klar. Drücken Sie A zum Fortsetzen. Los, Segel, los geht's! An die Stagen, wir holen dich! Fahr da weg, das ist mein Wrack. Zur Tauchstelle segeln und die Tauchglocke hinablassen. Da auf dem Meereskonzert! Kann nicht bereit sein. Segelwagen! Ich bin gespannt, was das wird. Wrack Truhen 6, Animusfragmente 3. Medizin finden. Atmen. Vermute mal, rein schätzungstechnisch, wenn wir da in die Tauchglockenbereiche kommen, können wir wieder Luft holen. Ja, so. Gut zu wissen. Das ist ein Sprengfass, das sehe ich gerade nicht. Dass es ja nochmal Animus-Fragmente und Schätze gibt. Mehr Zeug, was man looten muss. Komm, hoch da. Hoch, 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 hoch. Willst du wohl? Danke. Da drüben ist der nächste Satz. Komm,
Hab das Zeug. Weiter geht's. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Taucherglocke und hole neue Luft. So. What the heck? Da hinten. Eine Luftblase, okay. Ich hätte mal nachgucken sollen, was das hier ist. Vermutlich auch ein paar Luftblasendinger. Da. Ach, da, da, da. Ach, das ist die Medizin, alles klar. Da hast du toll gemacht. Luftblase, da hinten war irgendwo eine. So, wenn wir jetzt hier weiter durchschwimmen, ist das hier eigentlich Luftfass? Ah, verstehe. Schauen wir mal, was da drüben ist. Das sieht nicht so gut aus. Okay, wir kommen jetzt ein bisschen schneller durch. Das ist schon mal besser. Oh yeah, Haie. Und andere Menschen. Ich hätte gerne eine Waffe, das wäre super geil. Irgendeine Waffe. Ich meine, dass die Pistolen nicht funktionieren, ist mir schon klar, aber Dolch oder sowas. Komm, da. Hier unten sind also die ganzen Pläne. Komm, ich will da. Komm, hoch. Raus da. Raus. Komm schon. Autsch. Komm, 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 komm. Da hoch. Da, da, da. Das hätte ich gerne geplündert. Weil dann brauchen wir hier nicht mehr hin. Jetzt beeil dich. So. Halten, zum Schiff zurückzukehren.
Ahoi! Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Ach. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Ei. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Ja, ja. Jetzt erkenne ich Odin auch. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Ein Haiangriff vermeiden. Naja, gut, das haben wir jetzt nicht gehabt. Aber wir haben das Wrack durch. Missionsziel beendet. Wrack freigeschaltet. Da unten haben wir noch ein Lagerhaus-Ding. Aber wir können jetzt darüber. Wir können jetzt mal ganz kurz in die Herstellung schauen. Wir haben jetzt Pläne bekommen. Haben wir jetzt hier irgendwas bekommen, was wir machen können? Nein, da. Herstellung. Nein. Da braut sich ein Unwetter zusammen. Das ist schön für das Unwetter, das interessiert mich gerade nicht. 4,5 Kilometer, alles klar. Setzt jeden Zoll Segel! Nehmen wir das Ding wieder mit. An die Schoten! Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Ja, da schwamm 3 Metall. So, Bembe und Blacky, merkt euch das Lied. Für morgen. Üben gerade. Perfekt. Jetzt haben sie leider aufgehört zu singen. Schade. Da müssen wir den Text woanders herkriegen.